Verlegen, warum wir alles ausgebaut haben und so weiter. Macht euch keinen Kopf drum, gar nichts Schlimmes. Jetzt erstmal das Intro und danach alles Weitere. Okay, Freunde, herzlich willkommen zurück in dem neuen Video. Das Wetter zeigt sich mal wieder von seiner beschissensten Seite. Es hat einfach mega schlechtes Wetter. Es regnet die ganze Zeit. Und ja, nicht so geil. Aber naja, wir haben jetzt, Mitte Februar ungefähr. Das heißt, es geht ja langsam wieder Richtung Frühling und dann wird das Wetter auch wieder besser. Wieso wir jetzt alles rausgebaut haben, macht euch keinen Kopf drum. Wahrscheinlich wollen es viele jetzt wissen, aber es ist überhaupt nichts Schlimmes. Wie ihr gesehen habt, die Sitzbank konnten wir so ziemlich in einem Stück rausholen, was einfach mega das Zeitersparnis oder mega die Zeitersparnis bringt. Und warum haben wir überhaupt alles rausgebaut? Als wir jetzt in Schottland waren, habe ich mir viel Gedanken gemacht. Eigentlich wollte ich Parkett unten reinlegen. Allerdings mit dem Parkett, dann habt ihr wirklich nur vorne die Bodenplatte geschützt und nicht in den Compartments, also in diesen ganzen einzelnen Bereichen selber. Und vor allem dieses Parkett so richtig reinzulegen, dass es dann wirklich nachher auch gut aussieht, ist einfach richtig schwierig und auch teilweise gar nicht möglich, weil diese diese Pushlocks, die wir davor hatten, die stehen natürlich ein bisschen raus. Das heißt, ihr könnt das auch nicht so richtig reinlegen. Um die Ecken rum ist richtig schwierig. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lege kein Parkett rein, sondern Vinyl. Wir haben im Prinzip das Vinyl gekauft. Ich habe das ja schon im letzten Video erwähnt, dass es jetzt ein bisschen länger ging mit dem Vinyl. Aber das Vinyl ist jetzt endlich da. Das heißt, wir können es jetzt endlich verlegen. Wir haben jetzt soweit alles rausgebaut. Und im nächsten Schritt werden wir jetzt mal quasi das Vinyl auf diesen Boden kleben. Das ist auch nicht das Einzige, was wir in diesem Video machen werden. Die Verschlüsse oder der erste Verschluss ist auch schon gekommen. Das heißt, wir werden auch mal den ersten Verschluss vorne in das Batteriefach einbauen, dass endlich dieses Batteriefach auch mal zu ist und anständig aussieht. Das heißt, in diesem Video, Freunde, können wir endlich mal wieder so richtig viel schaffen und so richtig das ganze Ding da drin mal ein bisschen wieder weiterbringen. Okay, und nochmal auf eine kurze, mega erfreuliche Nachricht einzugehen oder auf einen mega erfreulichen Punkt einzugehen. Es war komplett alles trocken. Das heißt, unten das Armaflex war trocken, der Boden war trocken, in keiner Ritze war irgendwelches Wasser drin, es waren keine Wasserflecken dran. Das war einfach alles soweit trocken. Das heißt im Prinzip, wir hatten ja in Schottland richtig, richtig viel Regen jetzt und auch allgemein in letzter Zeit hier echt viel Regen. Das heißt im Prinzip, alles was wir abgedichtet haben, ist dicht. Das heißt, dieses Auto an sich ist jetzt dicht. Geil, das ist mega erfreulich. Und einfach ultra genial. Das war auch der Punkt, warum ich mich eigentlich gefreut habe, nochmal alles so weit rauszubauen. Um einfach nur mal zu sehen, jetzt nach viel Regen und viel schlechtem Wetter, ob die Grundplatte, ob der Camper an sich so weit trocken ist. Aber alles cool. Schritt werden wir jetzt die Platte, habt ihr gesehen, abwaschen oder halt erstmal nochmal putzen und dann werde ich sie jetzt noch kurz abschleifen, um diesen Lack runter zu kriegen. Das heißt nicht runter, aber halt ein bisschen anzurauen und sämtlichen Dreck und so Zeug aus den Poren rauszukriegen, weil dann hebt einfach dieser Sprühkleber besser, um diesen Vinylbund drauf zu kleben. Das heißt, jetzt werde ich es mal kurz einmal abschleifen. Darf ich vorstellen? Das wird unser neuer Bodenbelag. Also mir gefällt die Farbe richtig gut. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare unten reinschreiben, ob euch der Boden auch gefällt oder ob ihr komplett anderen Boden reinmachen würdet. Also mal von Vinyl abgesehen. Es gibt ja auch diese Vinyl mit diesen Pünktchen drauf und diesen Pumpen. Die
gibt da diesen Vinyl in dieser Riffelblech-Optik, keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben, was euer Favorit an Vinyl ist. So, und im nächsten Schritt werden wir das Ganze jetzt mit Sprühkleber einsprühen und dann quasi den Boden da drauf kleben. Und das Wetter ist einfach nur übel. Es pisst quasi unaufhörlich. Jetzt ist im Prinzip alles erstmal drauf geklebt und im nächsten Schritt muss ich jetzt im Cutter hier überall quasi einmal ringsrum alles ausschneiden. Ich lasse es jetzt noch ganz kurz trocknen und dann kann es quasi weitergehen. So sieht quasi die gesamte Platte jetzt dann aus. Die Kanten sind echt sauber geworden. Das ist echt quasi ziemlich geil. Also mir gefällt es richtig gut. Also ich habe festgestellt, die beste Variante ist es, wenn ihr euer Messer nehmt, wirklich quasi komplett gerade anlegt, dann Daumen da hinten dran packt und dann einfach schön langsam durchschiebt. Ihr habt ja gesehen, ich habe eine niegelnagelneue Klinge reingemacht, würde ich euch auch empfehlen, wie eigentlich fast immer, wenn ihr richtig saubere, gerade Schnitte haben wollt, dann macht eine niegelnagelneue Klinge rein, die richtig rattenscharf ist, dann habt ihr saubere Schnittkanten und ärgert euch nicht bei so einem teuren Boden, dass nachher einfach die Kanten scheiße geworden sind wegen einer 90 Cent Klinge. I know who you're gonna be.
klar, die zwei Stücke sind jetzt beide ausgesäbelt und beide beklebt und jetzt legen wir sie mal hier zusammen, ob sie quasi aufeinander passen und ob das Ganze dann auch noch gut aussieht. Also ich würde mal behaupten, das sieht ziemlich gut aus. Dieser Boden, also mir gefällt es auf jeden Fall richtig, richtig gut. So Freunde, jetzt ist soweit alles vorbereitet und im nächsten Schritt werden wir jetzt quasi den Boden wieder reinlegen und dann kommt die Sitzfläche, also halt quasi die komplette Sitzbank wieder rein und ja, so halt Stückchen für Stückchen weiter. Aber es gefällt mir schon richtig, richtig gut mit dem Holz. Das ist schon. Ich hatte mich eben anfangs mal versucht mit dem Parkett reinmachen, aber das hat mich so abgenervt, Freunde. Es ging mir so richtig auf den Keks. Und ich glaube, dass das mit dem Vinyl einfach die deutlich schönere Variante ist und die deutlich saubere Variante. Und ja, halt am besten schützt. Ihr habt keine Stoßkanten vor dem Parkett, was ihr euch irgendwie wegtreten könnt und so. Das ist. Ich glaube, dass es schon gut so ist. In eurem Fall, wenn ihr quasi das mit dem Vinyl auch so machen wollt, dann würde ich es halt gleich machen und nicht erst den Boden reinbauen und die komplette Bank und dann alles wieder rausreißen, weil das ist ein bisschen dumm. Aber naja, bei mir hat das einfach so ein, zwei Minütchen länger gedauert, bis ich mich dazu entschlossen habe, dass ich das so mache. Aber wir legen jetzt quasi mal die Grundplatte wieder rein und machen mal ein bisschen weiter. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna meet, who you're gonna meet, who you're gonna meet. So sieht das Ganze quasi jetzt schon aus. Holla die Waldfee. Das ist geil. Aus optischen Gründen werden wir jetzt quasi das Stellbrett hier einmal mit Filz beziehen. Und genau, dann werden wir das wieder reinschrauben. Und dann kann quasi die komplette Sitzbank rein. Das heißt quasi, weiter geht's. So, das ganze Brett kommt jetzt einmal hier rein. So. Einen wunderschönen guten Tag zu Tag 2, Freunde. Und ich habe gestern Abend noch das ganze Zeug fertig eingebaut. Die Sitzfläche war noch relativ viel Arbeit, weil ich halt mit so einem Vorstecher mal gucken musste, wo die alten Löcher sind. Ja, wenn ich das wieder in die gleichen Löcher reinbaue und die Sitzfläche quasi oder halt diese ganze Sitzbank wieder so drin ist, wie sie mal drin war. Dann habe ich noch die Elektro wieder reingebaut. Wie gesagt, da kommt ein komplettes Elektro-Video zu, deswegen erstmal da jetzt auch noch nicht so viel erklärt dazu. Und genau, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt gemeinsam einfach mal ganz kurz an. Die Standheizung läuft gerade, deswegen wird man nicht so viel verstehen. Oder zumindest nicht so gut verstehen. Genau, aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig cool geworden. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Und heute werden wir im nächsten Schritt dann dieses Batteriefach vorne die Klappe hinmachen. Also mit den neuen Verschlüssen, die wir jetzt dann haben, quasi Heavy-Duty-Verschlüsse, den auch anständig abschließen und zumachen. Und ja, genau. Und deswegen zeige ich euch jetzt ganz kurz mal drinnen, wie es aussieht. Und dann basteln wir weiter. Ja, und so sieht das Ganze dann quasi aus mit dem neuen Boden drinnen. Das macht gleich viel mehr her. Also auf jeden Fall mega, mega gut. Ihr habt es halt auch hier drinnen in den Fächern, diese geile Holzoptik. Das ist schon
mega, mega fett. Jetzt geht's da hinten mit dem Batteriefach weiter. Hier sind quasi unsere neuen Verschlüsse. Die sind einfach deutlich massiver. Ist ein bisschen schwierig, genau. Boop. Und dann geht sie quasi auf. Und die werden wir jetzt da in dieses Batteriefach einbauen. Und dann natürlich wieder unsere Verschlüsse. Kennt ihr schon. Und dann schauen wir uns das Ganze mal im Camper an. So, die Scharniere sind jetzt soweit dran. Das ist schon mal mega gut. Und als nächstes muss jetzt quasi hier dieser Verschluss rein. Ich glaube, das wird ganz gut. Ich bin guter Dinge, dass wir das hoffentlich ordentlich gelöst kriegen. Wo ich noch ein bisschen Bammel habe, so, das muss ja echt gerade werden, dass das Ding gerade dann drinnen sitzt. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Das ist der Ausschnitt, man sieht es vielleicht relativ schlecht. Ja, und der muss jetzt quasi halt irgendwie da raus. So, Freunde, das Loch ist jetzt drin und jetzt muss dieser Nupsi da rein. Das heißt, wir testen jetzt mal, ob der passt. So. Und boop. Alter Schwede. Was soll man dazu sagen? Warte. Oh, geil. Hier gibt es jetzt hier diesen Winkel. Das ist total easy. Den schraubt jetzt einfach nur hier drauf. So. Und dann greift er irgendwann. Und dann ist das Ding quasi bereit für den Krieg. Das Batteriefach ist jetzt soweit fertig und die Klappe vorne ist auch soweit fertig. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir es quasi gemeinsam einbauen können. Wir bauen erst das Batteriefach ein und dann schraube ich gemütlich von vorne quasi die Klappe dann dran. Und dann testen wir das mal. Okay, und zwar ist jetzt ja das Batteriefach endlich wieder drin. Und im nächsten Schritt bauen wir jetzt quasi noch die Platte ein. Weil alles andere war ja schon so, das kannte man ja auch schon aus den anderen Videos. Aber diese Platte hier ist neu und dann seht ihr unsere neuen Verschlüsse. Jetzt testen wir das Ganze mal. Jetzt sitzt das Ding quasi bombenfest und verrüttelt gar nichts mehr. Alter Schwede, richtig, richtig geil, Freunde. Richtig, richtig geil. Ich muss sagen, die neuen Verschlüsse, die sind schon ziemlich, ziemlich fett. Ja, und so sieht es quasi dann von außen aus. Also ich muss sagen, das ist El Bombastico, würde ich sagen, Freunde. El Bombastico. Hier sieht man quasi im Prinzip im Vergleich dieses eine Brett, was wir mit Filz bezogen haben. Vorher war jetzt hier diese Holzoptik, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil es hier mit dem da einfach überhaupt nicht gepasst hat. Das hat einfach total konkurriert miteinander. Und jetzt haben wir im Prinzip hier auch einfach Filz drüber und das sieht halt einfach viel, viel ordentlicher aus und es ist halt einfach ein stimmiges Bild. Ja, und jetzt könnt ihr euch quasi mal noch den Zwischenstand angucken. So sieht es aktuell bei uns in unserem Camper aus. Okay, Freunde, wir sind am Ende des Videos angelangt und ich würde sagen, wir haben in diesem Video echt viel geschafft und es freut mich richtig, dass es in unserem Camper jetzt endlich mal wieder weiterging. Das mit dem Boden, das war ein bisschen längerer
Prozess quasi, bis ich mich jetzt dazu entschieden habe, Vinyl zu verlegen. Aber ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Platte nochmal rauszubauen, Vinyl drauf zu kleben und die Platte wieder reinzulegen. Es war jetzt nicht so viel Arbeit. Und ich würde sagen, es sieht richtig, richtig geil aus. Also mir persönlich gefällt es richtig gut. Die neuen Verschlüsse gefallen mir auch richtig gut. Diese Pushlocks, die wir davor hatten, fand ich nicht so richtig gut. Deswegen wollte ich andere haben. Und die wir jetzt eben drin haben, diese Heavy-Duty-Teile, gefallen mir richtig, richtig gut. Wie geht's in den nächsten Videos weiter, Freunde? In den nächsten Videos werden wir uns dann mal tatsächlich irgendwann um die Elektro kümmern müssen, weil um mit der Küche weiterzubauen, muss erstmal die Elektro anständig drin sein. Das heißt, einer der nächsten Videos wird Elektro, eines der nächsten Videos wird quasi das Solarpanel, wie wir das verlegen und anschließen. Und dann, Freunde, werden wir uns um die Küche kümmern, quasi um das Herzstück des Ganzen, wo noch sehr viel quasi dazukommen wird. Und genau, was gibt's sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr so viel. Keine Ahnung. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann jetzt nicht vergessen, auf Abonnieren zu klicken und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, weil dann wirst du nämlich jeden Sonntag benachrichtigt, wenn wir unsere neuen Videos hochklopfen. Und somit, Freunde, bleibt mir nichts anderes zu sagen, wie vielen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus aus diesem Video, haut rein, wir sehen uns nächste Woche und ciao.